Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Zoo Schönhausen Zoo. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Folge heute ein bisschen später, ihr wisst das mittlerweile. Ich habe heute den Tag verbracht. Ich weiß auch nicht, womit ich den Tag verbracht habe. Wenn ihr das auch in meiner Stimme hört, eventuell habe ich mich erkältet. Ich hoffe zumindest eine Erkältung. Ich habe auch diesen ominösen Test für diese ominöse Krankheit, diesen ominösen Virus, der aktuell unterwegs ist, gemacht. Gestern aber noch keine Antwort darauf, deswegen mal schauen. Vielleicht bin ich ja noch ein paar Tage länger zu Hause. Ich habe am Wochenende diese Timelapse aufgenommen. Entschuldigung für alle, die immer sagen, ich kann mir das nicht angucken, weil das viel zu schnell ist. Beziehungsweise ihr sagt das gar nicht so. Ihr sagt, oh, es war ein bisschen schnell, zu schnell für mich. Das tut mir wirklich leid, aber ich habe für das Ding hier auch wieder anderthalb Stunden gebraucht. Wenn ich anderthalb Stunden in einem Realtime-Part machen soll, könnt ihr euch vorstellen, dass das Video dann sehr, sehr lang ist. Und YouTube mag keine langen Videos. Das mal so ganz nebenbei. YouTube möchte gerne, dass man eine gute Watchtime hat, wie es so schön heißt. Und die Watchtime setzt sich daraus zusammen, wie lange ihr die Videos guckt. Kurze Videos haben also eine längere Watchtime und werden dadurch besser gerankt im YouTube-Algorithmus. Und dann muss man das leider auch mal zwischendurch so machen. Als Timelapse. Aber ja, am Ende gibt es noch ein paar Cinematic Shots. Wenn ihr Bock drauf habt, nur die Cinematic Shots zu sehen, dann springt doch ans Ende und dann schaut euch da die Cinematic Shots an. Ich arbeite jetzt mit dem zweiten Schandfleck in diesem Zoo. Ich habe ja letztes Mal den ersten Schandfleck entfernt sozusagen und das war das Gnu-Gehege und jetzt arbeite ich dann mit dem nächsten Schandfleck und da ist das Alpaka-Gehege, wollte ich gerade sagen, das Lama-Gehege. Hier mache ich jetzt so ein bisschen, ich mache das Ganze so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen südamerikanisch-bergig, sag ich jetzt mal. Als ich das gebaut habe, Entschuldigung, dass ich zwischendurch immer so ein bisschen hüsteln musste. Ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. Was wollte ich jetzt erzählen? Es fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Also, ich wollte so ein bisschen südamerikanisch-bergig zeigen oder machen. Und das haben auch einige von euch in die Kommentare geschrieben. Und ich glaube, mit dem Endergebnis bin ich relativ zufrieden. Es sieht auf jeden Fall deutlich besser aus als vorher. Es ist jetzt kein Gehege, wo die Leute mehr durchgehen können. Das mal so ganz nebenbei. Es ist eventuell auch ein bisschen zu krass für Lamas. Es ist so ein bisschen, als hätte ich hier, Pumas reingemacht oder so. So fühlt es sich zumindest an, so ein High-End-Sicherheitsgehege und auch mit Glasscheiben und sowas. Aber ich finde das Gehege an sich ganz cool, deswegen lassen wir das, glaube ich, so, wie es jetzt ist. Es sieht so ein bisschen bergig, so ein bisschen andenmäßig aus und das war genau mein Ziel. Eine andere Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ja, dass am, ich weiß nicht was, Donnerstag oder Mittwoch, da gab es ja so einen kleinen, aber feinen Livestream. Der ist jetzt, glaube ich, mittlerweile auch offline genommen. Also es war kein Livestream von mir, sondern ein Livestream von Frontier. Und das möchte ich natürlich nicht allzu viel thematisieren, da das ja mir so eine Geschichte, ja, wie soll man sagen, so eine Geschichte war, die passiert ist. Es war mehr so ein Fehler. Allerdings waren das Entwickler, die gezeigt haben, wie die Tiere sich bewegen und so. Und da war in den Files gab es dann Tiere, die wir noch nicht in diesem Spiel haben, also noch nicht in Planet Zoo haben. Und die ergeben dann, oder diese Files ergeben dann, dass wir eventuell mit einem zukünftigen Update, eventuell sogar mit dem nächsten, das weiß ich noch nicht, andere Tiere bekommen, andere Mechaniken, sag ich mal. Und das gibt mir Hoffnung, denn das ist ja das, was die Community sich gewünscht hat. Und dann hoffe ich auch, dass sie allgemein ein bisschen mehr auf die Community gehört haben. Es hört sich so ein bisschen an, alles das, was man so im Planet Zoo Kosmos mitbekommt. Sodass es eventuell auch mehr Tiere gibt im nächsten DLC. Das könnte ja auch noch ganz nett sein. Das ist so ein bisschen die aktuelle Auslegung von der ganzen Geschichte. Muss man einfach mal sehen, ob das wirklich passt oder ob das wirklich stimmt. Ich gehe auf jeden Fall fest davon aus, dass das nächste DLC noch vor Weihnachten kommt. Das wird sich Frontier auf jeden Fall nicht entgehen lassen, das Weihnachtsgeschäft, sag ich mal. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass sie sich das nicht entgehen lassen, denn da gibt es ja deutlich mehr Geld abzuholen, ne? Weil die Leute, da sitzt das Geld so ein bisschen mehr locker und so an Weihnachten. Und da hat man dann auch deutlich mehr Zeit, um das Spiel zu spielen. Und das ist ja vielleicht auch der Hauptgrund, so etwas zu tun.
Genau, ich möchte nicht sagen, was für Tiere da waren. Also wenn man es herausfinden möchte, dann kann man es herausfinden, sag ich mal. Ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie... Ja, ich habe es ja mal gemacht, als das mal so ein bisschen leakig war, bevor Planet Zoo rauskam, als wir da die Nashörner gemacht haben an der Gamescom und sowas. Aber jetzt weiß ich nicht. Ja, aber es gibt eine neue Mechanik, das ist nicht Fliegen. Und den Rest könnt ihr euch dann denken. Das eine davon waren aber trotzdem Vögel. Ob das nächste DLC ist, das weiß man nicht. Da bin ich mal gespannt, ob es das ist. Ich hoffe, denn es sind auf jeden Fall Tiere, die ich sehr, sehr gerne haben möchte und die auch auf meiner Wunschliste sind damals, die ich gemacht habe für Tiere, die ich gerne im Planet Zoo hätte. So viel zu dem Thema. Wenn man da ein bisschen mehr weiß, dann lasse ich es euch natürlich wissen mit so einem Update-Video, wenn wir wissen, okay, da kommt ein DLC oder ein Update oder so, dann lasse ich euch das natürlich dementsprechend wissen. Aber jetzt ist es halt ja alles Spekulation und es kann auch sein, dass es gar nicht jetzt rauskommt, sondern erst in einem Jahr oder so. Einfach mal schauen. Einfach mal überraschen lassen. Genau, lass uns nochmal zurück zum Lama-Gehege kommen. Ihr seht, es ist deutlich größer als erwartet und es ist auch deutlich größer als vorher, deutlich hügeliger als vorher. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, so wie es jetzt aussieht. Ich gehe hier natürlich mit einer Glaswand. Ich glaube, die habe ich genau da links auch schon gemacht. Dann haben wir den erhöhten Weg und oben auch dieses Rundell. Muss man einfach mal schauen, ob das wirklich das ist. Ob das wirklich das ist, was die Lamas benötigen. Ob das auch reinpasst in das Lama-Gehege, sag ich mal. Ja, ich habe es jetzt einfach gemacht und es ist eigentlich ganz, ganz cool, so wie es jetzt ist, finde ich. Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, ob ihr das Lama-Gehege genauso gut findet wie ich. Es ist auf jeden Fall deutlich besser als vorher, das möchte ich nochmal so anmerken. Und ja, dann kommt jetzt hier so eine Pergola, die Pergola habe ich, ich glaube, ich habe sowas Ähnliches schon mal gebaut in dem Kitzigo-Reservat, was ich damals ja gebaut habe, mit diesen Tüchern hier, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Sonnensegeln. Ich mache die jetzt allerdings schwarz und ich weiß, ist halt, glaube ich, auch ganz, ganz in Ordnung. Es ist ganz witzig, jetzt zu sehen, wie ich das hier baue, weil ich ja weiß, dass ich da noch ein paar Sachen ändere. Und dass das am Ende dann doch anders ist als jetzt. Das ist eigentlich ganz witzig. Meine Herren, so, aber einen kleinen Schluck trinken hier, ihr wisst das, ihr kennt das. Ich habe auch noch nach dem hier und nach dem Cinematic ein bisschen an der Station da für die Schwebebahn gebaut, denn ich habe mich dazu entschlossen, dass wir die Schwebebahn natürlich behalten. Ich glaube, ich habe die jetzt hier so ein bisschen abgerissen, die Ecke. Und dann werden wir die aber anders durch den Zoo fahren lassen und noch eventuell ein, zwei Stationen mehr bauen, sodass wir die als Fahrzeug hier haben. Das wäre, glaube ich, ganz angenehm, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Ja, die Pergola kommt jetzt hier und wird drüber gebaut, hier noch ein bisschen breiter. Mir fehlt, glaube ich, auch ein, zwei Teile habe ich, glaube ich, übersehen. Das sehe ich erst später. Und dann mache ich das Glasfenster hier direkt dran. Ist auch ganz, ganz cool, finde ich zumindest. Da sieht man auch noch die Teile der Schwebebahn. Wie gesagt, das wird alles so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, lasse ich das so oder reiße ich das ein bisschen ab? Ich glaube, ich mache die Station woanders hin, deswegen ist das nicht ganz so in dem Gebilde da drin. Und dann mache ich da zwei Shops rein. Es geht ja auch noch darum, dass wir hier ein bisschen Geld verdienen mit dem ganzen Kram. In unserem Zoo. Wir haben zwar 3 Millionen, aber man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie, plötzlich ist man pleite. Das geht ja super schnell. Das wär ja ärgerlich, wenn das passieren würde. Paar Bänke hier hin, sodass die Leute hier sitzen können und sich die Tiere anschauen können. Ich habe, glaube ich, noch nie Leute gesehen, die das wirklich so genutzt haben. Das haben die damals bei Zoo Tycoon immer gemacht. Bei Planet Zoo machen die das, glaube ich, irgendwie nie. Ein bisschen schade. Also zumindest nicht, dass ich das gesehen habe. Aber ich finde, dass das hier ein ganz guter Abschluss für die Ecke dann ist, dass wir jetzt hier auch so ein bisschen, wie soll man sagen, dass wir hier so ein bisschen bergig das hier noch aufgeschüttet haben. Könnte ja auch gut in so einem Zoo passieren. Das Problem hier mit den Lamas, die dann einfach außerhalb platziert werden, das habe ich öfter, wenn ich viele Tiere abtransportiere. Ich weiß auch nicht warum. Aber jetzt kommen sie und ziehen hier ein. Die finden das eigentlich ganz cool, direkt von Anfang an. Die brauchen auch keinen Unterstand. Ich
war ich erst überrascht und dann habe ich mich auch so ein bisschen geärgert, dass ich den alten Unterstand gelöscht habe. Den hätte ich, glaube ich, ganz gern gehabt. Hier jetzt so ein bisschen einen kleinen Wasserfall. Ihr seht es, den neuen Wasserfall. Ich habe auch gesehen, ich habe das vorher schon mal so gemacht. Da war ich überrascht, dass ich das als neu deklariert habe, obwohl ich das früher schon mal gemacht habe. Aber egal. Die Namas finden Wasser ja auch ziemlich cool. Das haben, glaube ich, einige von euch auch so gesagt in den Kommentaren. Und das sehe ich eigentlich auch. Nur so, dass die Lamas das ganz cool finden. Hier mache ich jetzt so eine kleine Holzwand mit Holzstämmen, die leider nicht lang genug sind. Deswegen muss ich die alle nochmal kopieren. Und mache es ein bisschen länger. Dann habe ich hier quasi so eine Holzwand. Ja, ist, glaube ich, ganz, ganz awesome. Und dann geht das ja auch nochmal so richtig. Da kann eh kein Lama hin. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob denn die Baby-Lamas hinkommen. Ich hoffe mal nicht. Und dann ist es wieder das obligatorische Steinerücken. Ihr kennt das ja mittlerweile. Und ein paar Pflanzen platziere ich dann auch gleich. Und ja, es sieht halt bergiger aus. Und ich hoffe, dass es dann auch so ein bisschen andenmäßig drüber kommt. Ein bisschen mehr als das andere Gehege. Das war ja auch wirklich, wie gesagt, ein Schandfleck in unserem neuen Zoo-Konzept. Und da müssen wir einfach mal schauen, was noch passiert, was einfach noch kommt. Es gäbe ja noch so ein, zwei Tiere, die wir noch nicht gebaut haben. Aber so grundsätzlich, die Ameisenbären müssen natürlich nochmal einziehen. Die haben wir ja umziehen lassen seinerzeit. Aber so grundsätzlich haben wir ja schon vieles gebaut, ne? An Tieren. Deswegen weiß ich nicht, ob wir da noch was brauchen. Wenn ihr noch Wünsche habt an Tiere, an Tieren, die wir noch nicht haben und so, dann schreibt ihr das einfach in die Kommentare. Hier suche ich mir jetzt auch übrigens noch mal ein paar Wasserleitungen raus. Einfach mal im Workshop gucken. Ich glaube, die sind auch ich weiß es gar nicht, ist das auch Krabbe Deluxe hier? Oder ist das überhaupt Krabbe Deluxe gewesen? Oha, jetzt sage ich natürlich Sachen. Ich glaube, es ist einer von euch. Einer oder eine von euch, wo ich die her habe. Bin ich mir unsicher. Oha. Goro, schneid das raus, dass du nicht weißt, wer das ist. Ich nehme den Unterstand von den Okapis. Ich finde, der ist ganz passend. Und da die Lamas eh keinen Unterstand wollen, ist das, glaube ich, auch ganz cool. Kopiere den. Dann passt das nicht hundertprozentig. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich den nicht symmetrisch gebaut habe. Aber so wie es jetzt steht, ist, glaube ich, auch ganz cool. Ganz angenehm für die Lamas. Die benutzen das auch, so wie ich das sehen kann. Wie gesagt, ich entschuldige mich für die schlechte Sprachqualität meinerseits. ich ärgere mich, dass ich kein Nasenspray benutzt habe vor der Aufnahme. Ich gehe jetzt auch nur mit diesen chilenischen mit diesen chilenischen Nadelbäumen. Bin so ein bisschen überrascht, dass es nur so wenig gibt von den Sachen. Deswegen wäre das vielleicht ganz cool gewesen, das nicht in ein Südamerika-DLC zu machen, sondern ein extra DLC damit zu machen. Aber es könnte ja noch kommen in Zukunft. Ich hoffe ja, dass es mehr DLCs der bereits vorhandenen Kontinente geben wird. So Südamerika und ja, Australien und so. Da gibt es ja noch etliche Tiere, die wir noch nicht haben. Und ich hoffe, dass sie da auf jeden Fall nochmal was raushauen, ne? Das wäre ja ganz schön. So. Das Gehege an sich nimmt immer mehr Form an, wird immer besser. Ich glaube, ich platziere jetzt außen noch ein paar Pflanzen, so wie ich es immer tue. Ich habe diesmal nicht so mega viel außenrum gemacht. Ich hoffe, dass ich das später nochmal mache, dass ich das nochmal wieder besuchen kann oder ein bisschen offscreen mache, dass wir das Ganze ein bisschen dynamischer, ein bisschen generischer machen. Generischer? Ich hau einfach nur Wörter raus, ne? Ein bisschen natürlicher heißt das. Dass ich das ein bisschen natürlicher gestalte. So grundsätzlich. Und dann passt das auch schon fast. Ich glaube, hier oben platziere ich dann auch nochmal ein Informationsschild, was ich auch aus dem Workshop habe von einem von euch. Also ich habe nur eure Sachen jetzt aus dem Workshop, ne? Das mal so ganz nebenbei. Man muss sich auch nicht schämen, Sachen aus dem Workshop zu benutzen. Ich schäme mich da mehr so ein bisschen. Und ihr seht auch hier, dass ich so ein bisschen die Tendenz habe, wenn ich Pflanzen habe, die gut aussehen, dass ich dann sehr, sehr viele von denen benutze. Ob das dann so natürlich aussieht, das lasse ich mal so dahingestellt. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben wir eine ganz gute Ecke jetzt mittlerweile gebaut. Die hier den arktischen Ring gut abschließen, finde ich, die Lamas. Da kann man zufrieden mit sein. Die Berge kann ich natürlich noch ein bisschen ausschmücken. Da geht noch ein bisschen was mit Bäumen und so. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Ich wollte das Gehege halt bauen. Es war
der größte Schandfleck in diesem Zoo, fand ich. Einfach, weil ich mir nicht die Zeit dafür genommen habe, die richtige Zeit. Das ist wichtig in diesem Spiel, dass ihr euch genug Zeit nehmt für eure Gehege. Dann kann man auch eventuell so großartige Gehege bauen, wie dieses Elefantengehege, was ich da gebaut habe, oder das Jaguargehege oder so. Das sind Highlights für mich. Das sind wirkliche Highlights. Ich hoffe, das Lava-Gehege wird auch ein Highlight für euch. Ich hoffe, ihr habt nicht jetzt schon abgeschaltet. Aber wobei, dann kann ich euch das ja gar nicht erzählen. Egal. Ich hoffe, ich bin bald wieder in hundertprozentiger Verfassung, wenn man das so sagen darf. Und wir sehen uns dann allerspätestens in der nächsten Folge, würde ich sagen. Nach der Timelapse, wie gesagt, gibt es ein paar Cinematic Shots, wie man so schön sagt. Also ein paar Videoaufnahmen. Realtime-Videoaufnahmen, wie ich durch den Zoo gehe. Ja, freut euch drauf. Wir gucken uns das Lama-Gehege zusammen an. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis dahin, hau das mal rein. Circus or a possum medic.